Du möchtest den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin zurückerobern und das mit einem Brief, dann solltest du dieses Video unbedingt vorher anschauen, denn ich werde dir jetzt in 5 verschiedenen Punkten erklären, was bei einem Brief wichtig ist und nicht, wie er funktioniert, wann er funktioniert, ob er funktioniert und was für dich dabei bedeutsam ist. Vorab, was ganz wichtig ist und was du verstehen musst, ist, dass du mit einem Brief einen Zweck verfolgen musst. Und wenn der Zweck darin besteht, die emotionale Entscheidung vom Ex-Partner oder der Ex-Partnerin zu kippen, die da heißt, dass er oder sie keine Beziehung mit dir möchte, dann muss ich dich enttäuschen. Natürlich gibt es Ausnahmesituationen. Es ist unglaublich schwer bis fast unmöglich, einfach aus dem Grund, da es ganz schwer ist, diese emotionale Energie, sage ich mal, zu transportieren, die ihn oder sie beim Lesen des Briefes derart überzeugt, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin sich durch Lesen und Nachlesen des Briefes dazu entscheidet, zu dir zurückzukommen. Also Briefe sind immer unglaublich gewagt. Sie können sehr sinnvoll sein als ein Tool, aber sie werden meistens nicht dazu ausreichen, diese Entscheidung zu kippen. Und das ist auch der erste ganz wichtige Punkt, den ich ja mitgebe. Ein Brief kann keine emotionale Entscheidung rückgängig machen. Und das sollte auch niemals der Zweck eines Briefes sein. Das schaffst du viel mehr, indem du den Ex-Partner, die Ex-Partnerin siehst, indem ihr euch trefft und du so in die Entwicklung gehst und euer Kontakt weiterhin so positiv und gut ist, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin Lust auf mehr Kontakt und Lust mehr auf dich hat. Und ein Brief alleine, es ist, kann man sich ja logisch zusammenreimen, ist dafür ganz, 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 ganz schwer einzusetzen. Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Was viele machen ist, dass oft ein Brief geschrieben wird und der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin nach einer Trennungserscheidung nochmal mit Liebe erdrückt wird, was ein Riesenfehler ist. Und was du dir bewusst machen musst, ist, ein Brief ist sozusagen eine Möglichkeit, aus der Distanz irgendetwas zu kontrollieren und etwas zu lenken und irgendetwas in dir zu transportieren, was du vielleicht nicht mehr imstande bist, direkt zu transportieren oder wo du Angst davor hast, es direkt zu transportieren. Es erleichtert dir sozusagen auf den ersten Blick diese Möglichkeit. Und dann suchen viele nach einer Zauberformel, einen Brief einfach aufzuschreiben, der dann den Ex-Partner, die Ex-Partnerin komplett überzeugt und irgendwie aufgrund seiner Struktur, seines Aufbaus das schafft. Und machen einen Riesenfehler dabei, nämlich dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin komplett erdrückt wird und im schlimmsten Fall sogar danach oder wegen dem Brief in eine Kontaktblockade reingeht oder WhatsApp blockiert oder ähnliches. Das passiert dann relativ häufig, gerade wenn du vom Ex-Partner, der Ex-Partnerin verlassen wurdest. Was für dich wichtig ist, ist, dass du schaust, dass du ihn oder sie nicht zu sehr idealisierst. Und wenn du wirklich einen Brief schreiben möchtest, dann eben genau diese Projektion und Idealisierung komplett in diesen Brief verpackst, weil das eben ganz schnell nach hinten losgeht und dazu führt, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin sich noch mehr lösen möchte. Viel wichtiger ist dann, dass du dir anschaust, warum idealisierst du, woher kommt das, warum projizierst du etwas in den anderen hinein oder in die andere hinein, was einfach nicht der Wahrheit, der Realität entspricht. Und da musst du drauf schauen, das muss in die Heilung gehen. Und erst dann solltest du sagen, einen Brief schreiben, was die ungünstigste Variante ist. Auch bei Fernbeziehungen, auch da gibt es viel bessere Wege. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Die Entschuldigung, ich lege mir alles zurecht, Variante bei Briefen, die meistens auch nach hinten losgeht. Auch darauf musst du aufpassen, wenn du darauf bestehst, einen Brief zu schreiben, ist, dass viele nochmal versuchen, Dinge klarzustellen und zurechtzulegen und dann irgendetwas schreiben, was einfach nicht, was vielleicht vom Verstand her irgendwie zurechtgelegt werden kann, aber im Herzen einfach nicht der Wahrheit entspricht. Deswegen eine ganz wichtige Regel, wenn du einen Brief schreibst, er sollte immer aus dem Herzen kommen. Das, was du schreibst, sollte ehrlich sein und er sollte authentisch sein, weil das kannst du transportieren. Aber wichtig, ohne, wie in Punkt 2 hier beschrieben, ohne dass du den Ex-Partner, die Ex-Partnerin mit Liebe erdrückst. Also wenn du dich dazu entschließt, etwas zu schreiben, wovon ich natürlich erstmal klar abrate, je nach Situation, es gibt auch Situationen, da macht es Sinn, aber das sind eher seltene Situationen, dann würde ich dir anraten, wirklich, dass du alles, was du schreibst, mit dem hier schreibst, nicht mit dem Verstand. Bei der Ex-Partner, die Ex-Partnerin wird das spüren. Die Art, wie du die Worte formulierst und schreibst, das
wird man sofort wahrnehmen, kommt das aus dem Herzen oder kommt das aus dem Verstand? Wird sich da wieder irgendwie irgendwo was zurechtgelegt oder ist es wirklich eine Nachricht, die aus dem Inneren kommt? Und das ist ganz wichtig, dass du eben darauf achtest und darauf hörst, weil das wird nochmal die Qualität deutlich steigern. Also wenn du einen Brief schreibst, schreib ihn aus deinem Herzen und schreib ihn mit deinem Herzen. Gib dem Ex-Partner oder die Ex-Partnerin immer die Wahrheit weiter. Das ist ganz wichtig, dass er oder sie das auch spürt. Und das muss auch hinter deinen Fehlern stehen. Und noch obendrein, versuch niemals, ihn oder sie zu beschuldigen oder irgendwie was zurechtzuweisen, zurechtzulegen, sondern immer so auf einem Level bleiben, wo du das, was du aussagst, eben das, was du sagst, immer der Wahrheit entspricht. Der nächste Punkt ist ganz wichtig, wenn der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin eine neue Beziehung eingegangen ist, schreib auf keinen Fall einen Brief. Auch hier gibt es Ausnahmesituationen, aber meistens ist es so, dass genau das nach hinten losgeht. Also, dass er oder sie schon in einer neuen Beziehung ist und ein Brief nur noch zusätzlichen Druck aufbaut und dafür sorgt, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin sich davon eben erdrückt fühlt. Und das hat meistens immer negative Auswirkungen. Deswegen achte darauf, dass wenn eine neue Beziehung irgendwie im Gange ist, dass du darauf verzichtest, mit einem Brief zu arbeiten. So, ganz wichtig, wenn du dich toxisch verhalten hast, das kommen wir zu der anderen Variante, ist es so, dass ein Brief tatsächlich eine gute Möglichkeit sein kann. Das heißt, du hast dich dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin gegenüber falsch verhalten. Vielleicht hast du das Vertrauen gebrochen, du hast gelogen oder du bist nicht gut mit ihm oder ihr umgegangen. In solch einem Szenario ist es tatsächlich sinnvoll, ihm oder ihr, vielleicht wenn du merkst, du hast viel probiert, du hast dich entschuldigt, du bist sehr viel auf ihn oder sie zugegangen, du bist in die Veränderung gegangen mit dir selbst und du hast dich auch weiterentwickelt, aber du spürst, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin trotzdem nicht richtig anbeißen möchte und irgendwie auch nicht richtig vorwärts kommt. In diesem Fall ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben irgendwie nochmal ein Signal hinterlässt, bevor man sich zurückzieht und vielleicht in eine Kontaktsperre geht, im späteren Verlauf einer Rückeroberungsstrategie. Und da kann es tatsächlich sinnvoll sein, nochmal einen Brief zu schreiben. Der Brief hat aber nicht die Aufgabe, das emotionale Bild zu kippen, das der Ex-Partner, die Ex-Partnerin von dir hat, sondern dafür zu sorgen, dass nochmal gezeigt wird, dass du dich einsetzt, dass du dich veränderst und dass es dir leid tut. Das alleine reicht natürlich nicht für eine Rückeroberung, kann aber ein wichtiger Baustein sein für eine langfristige Rückeroberung, wenn du dich eben falsch verhalten hast. Ja. Und da ist ein Brief wiederum sinnvoll. Wenn es aber dagegen so ist, dass du dich eigentlich nicht falsch verhalten hast und vielleicht zu viel Druck aufgebaut hast oder einfach nur die Beziehung auf eher normale Weise und nicht toxische Art auseinandergegangen ist, ist ein Brief meistens immer so, dass er erdrückt. Gerade wenn er die Aufgabe hat, eben dieses emotionale Bild zu kippen, indem man das ganze Herz komplett ausschüttet. Ich liebe dich über alles und ich kann ohne dich nicht mehr leben. Ja, aus dem Herzen schrauben, das ist wichtig und das ist erlaubt. Aber da geht es eher darum, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin das, was du schreibst, spürst und dass es authentisch wirkt und dass es der Wahrheit entspricht, dass er oder sie das auch mitfühlen kann. Wenn du das aber tust aus einer nicht toxischen Konstellation, vielleicht sogar, weil du verlassen wurdest vom Ex-Partner, der Ex-Partnerin, führt das schnell dazu, dass dein Gegenüber einfach komplett erdrückt wird von dieser Liebe, dass es ihm oder ihr viel zu viel wird, was ganz oft eben dazu führt, dass Briefe in Rückeroberungsstrategien die Chancen extrem minimieren können. Deswegen versuch, Briefe zu meiden. Wenn du es trotzdem tun willst, dann kannst du es machen. Aber sei dir bewusst darüber, dass ein Brief nur schwer die Kraft und Kapazität dazu hat, die Entscheidung, die der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin irgendwann getroffen hat, nämlich nicht mehr mit dir zusammen zu sein, zu kippen. Und das führt dann meistens dazu, dass eben so ein Brief komplett nach hinten losgeht. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib diese einfach in die Kommentarbox. Ich antworte dann meistens so innerhalb von 24 Stunden, manchmal 48, je nachdem. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video.